Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar gibt es heute endlich mal ein Aufgebraucht-Video. Ich wurde ja schon ganz oft gefragt, wann denn endlich mal wieder ein Warmgeschnuppert-Video kommt. Und ja, da kommt erstmal keins. Das hatte ich auch schon beantwortet teilweise. Und dafür gibt es aber diesmal eigentlich zum ersten Mal in diesem Sinne auf meinem Kanal gibt es ein Aufgebraucht-Video. Ich habe nämlich versucht, in den letzten Monaten meine Votivkerzen vor allem und auch meine Tarts zu reduzieren und dementsprechend haben kaum Gläser gebrannt. Wie ihr selber wisst, Tarts halten ja auch relativ lang, also bei mir zumindest. Ich habe immer wahnsinnig viele Stunden von meinen Yankee Candle Tarts und deswegen habe ich kaum Gläser angehabt, mal eine gewisse Zeit. Und ja, das ist dabei rausgekommen. Hier sind so ein paar, ich habe die alle da reingeworfen, die verbrauchten Düfte, die Folien. Und ich will jetzt einfach endlich mal meinen Müll loswerden, beziehungsweise die Label klebe ich ja dann in mein Bullet Journal. Da muss ich auch ganz dringend mal wieder weitermachen. Das habe ich auch super vernachlässigt in letzter Zeit, aber so ist das halt einfach ab und zu. Und ja, ich habe auch noch vier kleine Gläser aufgebraucht und ich würde sagen, mit denen fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar, ich versuche mal so ein bisschen die Reihenfolge einzuhalten. Ich hatte als erstes im Dezember, war das glaube ich, ein kleines Glas von Christmas Cookie aufgebraucht. Wie ihr seht, ist da schon noch ein bisschen was übrig geblieben. Da ist noch ein Rest drin, aber den kann man ja noch benutzen. Den kann man ja noch in die Duftlampe werfen und ich liebe Christmas Cookie. Ich will mich jetzt auch gar nicht so lange mit Duftbeschreibungen aufhalten. Ich will euch nur kurz sagen, wie mir die Düfte gefallen haben. Ja, Christmas Cookie ist toll, den liebe ich ja sowieso. Der riecht ja einfach wirklich nur nach Butterplätzchen, Zucker, Vanille, mega süß und ja. Das Glas ist wie gesagt nicht so gut runtergebrannt, das ist auch ein bisschen schlierig hier an den Seiten. Aber ja, meine Güte, ich wollte es loswerden und deswegen habe ich es aufgebraucht. Genau, dann habe ich zwei Gläser verbraucht im Januar. War das, glaube ich, Ende Dezember, Anfang Januar. Zwei Gläser von Snow in Love. Das ist nicht ganz so mein Fall. Die habe ich beide geschenkt bekommen, schon vor über einem Jahr. Und jetzt durften sie dran glauben. Was ich mega interessant finde, ist, dass, ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, die eine hier, die relativ weiß geblieben ist, das Wachs, und bei der anderen das Wachs relativ sich verfärbt hat, relativ gelb geworden ist. Ich weiß wirklich nicht, ob man es gut erkennen kann. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Die sind auch beide Gussjahr 2017, also da ist kein Unterschied. Und ja, ist auch bei beiden ungefähr gleich viel drin geblieben. Ist in Ordnung, die haben sich alle von selbst gelöscht. Und ja, wie gesagt, Snow in Love ist nicht so mein Lieblingsduft. Der ist sehr parfümig, frisch und der ist mir einfach ein bisschen too much. Aber für den Januar war es echt in Ordnung. Also vielleicht würde ich mir tatsächlich auch nochmal so ein kleines Gläschen oder ein Tarte oder irgendwas nachkaufen. So fürs, also ich hatte die im Bad an und da war das echt okay, da konnte ich gut mit leben. Im Wohnzimmer möchte ich so einen Duft jetzt nicht unbedingt haben. Und ja, genauso wie der das letzte Glas von den Kleinen, das ist der Tobacco Flower. Den hatte ich auch geschenkt bekommen vor einem Jahr und den habe ich jetzt auch mal abgebrannt im Bad. Der ist auch super abgebrannt, ne? Ihr seht, da ist auch kaum was übergeblieben. Und ah, der ist aber gar nicht mein Fall. Also den möchte ich mir auch nicht nachkaufen. Der ist, nee, also das ist, der hat für mich irgendwas mit drin. Das ist vielleicht diese Tabakpflanze oder dieses Herbe. Aber der riecht so für mich ein bisschen so in Richtung Lakritz, als wäre da Anis oder irgendwie sowas drin. Ich habe keine Ahnung, also das ist ja nicht so mein Fall. Im Bad war es in Ordnung, aber in der Wohnung möchte ich den Duft nicht haben und deswegen ist es auch kein Nachkaufkandidat. Genau, das waren die vier kleinen Gläser und jetzt komme ich zu den Tarts und Votiven, die ich verbraucht habe. Ich fange einmal an mit nicht Yankee Candle und zwar hatte ich ja mal eine Post bekommen vor einer Weile von Nagelstudio Saphir Düfte. Das hatte ich ja zum Testen bekommen, da habe ich schon ein paar getestet und eigentlich wollte ich da ein eigenes Video zu machen, aber ich komme einfach nicht dazu und deswegen dachte ich mir, ich packe die jetzt auch hier in das Aufgebraucht-Video mit rein und dann kann ich das nämlich auch entsorgen, weil das liegt ja auch immer hier rum, das ist ja immer das Blöde. Und das sind so kleine Töpfchen hier gewesen.
Und der Duft war Spa Energy, steht hier drauf. Weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Und das kann ich halt noch schwerer beschreiben, weil ich halt nie weiß, was so, ich sag jetzt mal, die Duftfeen, die selbst gießen, was die damit reinmachen. Und der war aber echt angenehm. Ich hatte den in meinem Studio an, so Ende Sommer letztes Jahr, glaube ich. Und ich fand den echt ganz angenehm. Also auch meine Kundinnen fanden ihn angenehm. Und ja, das war halt auch wirklich einfach so ein frischer Sparduft. Ein frischer Spa-Duft. Und bisschen fruchtig mit drin. Also der war eigentlich auch ganz nett. Und ja, fand den eigentlich ganz cool. Und der hat auch wirklich lange angehalten. Also das muss ich auch echt mal dazu sagen. Die Düfte haben auch echt lange, lange gedüftelt. Also fand ich schon echt richtig gut. Genauso wie hier der Pink Sugar Candy und Bonfire. Das ist der hier gewesen. Das war ein Tart. Der ist natürlich weg. Es war auch ein recht großes Tart. Auch der war super lecker. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier noch ein bisschen was riechen kann von der Tüte. Ja, also der war echt super lecker. Der hat so auch total. Ach, da steht auch noch Bonfire Beach. Ja, genau. Also der hat so ein bisschen Zuckerwatte. Der hatte so dieses typische, so, ja, ähnlich wie Cotton Candy in die Richtung. Der war auch sehr lecker, hat auch super lange gedüftelt und der war auch in meinem Studio angewiesen und ja. Genau. Dann habe ich noch einen getestet und zwar den Blue Hawaii Ocean und der war der Knaller von den drei. Also der war richtig, richtig lecker. Der hat auch wirklich super lang gedüftelt. Oh ja, der ist toll. Der ist richtig toll. Der geht schon so ein bisschen in so einen Weichspüler, frische Wäscheduft. Der war richtig klasse. Also den würde ich mir auch wieder nachkaufen, falls ich da irgendwann mal bestellen sollte. Weil den fand ich richtig toll und der war auch wirklich beliebt in meinem Studio. Also da haben auch wirklich auch wieder viele Kundinnen so, oh, was hast du denn in der Lampe und so. Also der war echt top. Genau, das waren die. Und dann kommt jetzt eigentlich rein, glaube ich, nur noch Yankee Candle. Und ich versuche die gerade mal so ein bisschen zu ordnen. Ich will nämlich mal im Herbst anfangen. Da hatte ich zum einen Brennen. Ich gucke gerade mal, dass ich das Label. Die Sonne kommt raus. Dass ich das Label zeigen kann. Und zwar hatte ich hier den Pumpkin Buttercream als Votiv angehabt. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und den wollte ich einfach mal testen. Das ist halt für mich ein absoluter klar Food and Spice Duft. Ach, der ist super angenehm. Ich liebe ja diese Pumpkin-Düfte. Geht aber nur im Herbst. Also jetzt würde ich mir den nicht anmachen. Der ist aber echt super lecker. Der ist kuchig, würzig. Hat aber dieses Feine von der Buttercreme. Dieses, ja, ich sag mal, diese Süße noch mit drin. Der ist echt, also der war sehr lecker. Und die, ja, Votivkerzen sind auch alles super abgebrannt. Also braucht man auch nichts zu sagen. Der ist echt super lecker. Den würde ich mir auch wieder nachkaufen. Ja, genau. Dann hatte ich auch im Oktober passend, den hatte ich glaube ich an Halloween angemacht und zwar den Forbidden Apple. Genau, also der Forbidden Apple, der durfte glaube ich an Halloween düfteln oder Richtung Halloween und jetzt habe ich Kleber an der Nase. Ja, den fand ich eigentlich ganz nett. Der riecht halt wirklich rein nach grünem Apfel. Mit so einem bisschen, ja, da hat so was, ich weiß nicht, Vanilliges mit drin oder so, also irgendwas Süßes, was, ja, Zuckriges. Und der war eigentlich auch ganz cool. Er war nicht super intensiv, also man hat ihn nicht so wirklich gerochen. Aber in der näheren Umgebung um die Kerze rum war es in Ordnung. Und ja, für große Räume jetzt vielleicht nicht so toll, aber in kleinen Räumen war der in Ordnung. Und ja, den fand ich eigentlich ganz nett. Den würde ich mir auch eventuell wieder nachkaufen. Das ist ja auch eine Limited Edition. Den gibt es ja, glaube ich, jedes Jahr wieder. Ich weiß nicht, immer zu Halloween. Keine Ahnung, ob es den auch dieses Jahr wieder geben wird. Aber den würde ich auch nochmal nachkaufen. Da muss ich mal gerade gucken. Was habe ich hier noch? Genau, den hatte ich an. Hier fallen überall die Dinger ab. Den Candied Pecans. Der ist ja auch super, super lecker. Den finde ich ganz toll. Ist leider auch nur ein USA-Duft. Der ist so im deutschen Standardsortiment nicht zu bekommen. Oh, der riecht so lecker einfach nach wie so
hat gebrannte Mandeln, aber es sind natürlich Pekannüsse, aber es riecht so ein bisschen wie gebrannte Mandeln. Und riecht auch so ein bisschen kuchig und einfach nur lecker süß. Natürlich Food and Spice, wenn man reinkommt in den Raum. Der ganze Raum ist erfüllt von einfach einem süßen, leckeren Kuchenduft. Also man möchte am liebsten einfach irgendwie wissen, wo ist der Kuchen? Ich will auch ein Stück so. Ja, und der riecht halt echt super lecker. Und den würde ich mir auch auf jeden Fall wieder nachkaufen. Wenn ich den irgendwann mal bekomme im großen Glas, würde ich mir den auch besorgen, weil der ist echt toll. Ich habe noch ein, zwei Votivkerzen davon, das war es dann aber auch. Und ja, leider. Aber der ist auch ganz toll. Dann hatte ich, ich guck mal, ob ich noch was an hatte im Herbst von denen. Ja, noch einige. Einmal hatte ich den Autumn Pearl angemacht. Der war ja auch der Herbstduft, der einzige in der aktuellen Herbstkollektion. Die Katze hat gerade ihre 5 Minuten, glaube ich. Ja, jetzt ist es rum. Hoffe ich doch. Ja, genau, der Autumn Pearl. Und das war auch nicht so mein Favorit, muss ich sagen. Der ist sehr, also ich habe den ja auch im großen Glas und das habe ich, glaube ich, habe ich das schon angebracht? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist der sehr, auch wieder sehr dezent gewesen. Den hat man kaum wahrgenommen. Der war sehr parfümig. Der ist mir zu frisch, zu herb. Da ist irgendwas drin. Ich weiß nicht, im Autumn Pearl. Ja, der war auf jeden Fall nicht mein Fall. Label ist schön, aber sonst, den würde ich nicht nachkaufen. Ich habe ja noch ein Glas, aber ich würde ihn auch nicht nochmal nachkaufen. Der war mir zu parfümig, keine Ahnung. Ja, genau. Dann hatte ich noch an im Herbst ein Votiv von Sun-Kissed Thistle. Der war auch ja ganz interessant. Der war ja ganz anders als erwartet. Der hatte ja auch so parfümige und fruchtige Noten. Ich glaube, da ist irgendwie, war da nicht auch Birne oder sowas mit drin? Ich weiß es nicht. Oder irgendwas Zitrisches. Der ist auf jeden Fall auch sehr parfümig. Und ja, der war auch sehr intensiv. Der hat den Raum sehr gut beduftet, aber ich glaube, den würde ich nicht nochmal nachkaufen. Der ist zwar angenehm, aber ich glaube, den würde ich nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Ja, ist für mich kein Nachkaufkandidat unbedingt. Dann hatte ich auch mal wieder, ich mache jetzt einfach mal hier mit einem Tarte weiter, weil das auch im Herbst war, hatte ich einen Tarte verbraucht von Cranberry Pear. So kann man es hoffentlich sehen. Und oh, ich liebe den Duft. Das ist so schade, dass der aus dem Sortiment gegangen ist, weil der einfach, der ist so schön. Ich liebe den wirklich. Der ist süß und fruchtig und ich habe nicht viele Fruit-Düfte, aber der ist toll. Ich habe auch noch ein halbes Glas oder so von Cranberry Pear und ich liebe den einfach. Der muss immer im Herbst einmal brennen und dieses Mal habe ich gedacht, ich nehme die Tarts, verbrauche die endlich mal, weil ich ja halt eben noch ein halbes Glas habe und ja, der riecht so lecker fruchtig nach Cranberry und Birne und ach, der ist einfach toll und den würde ich wieder nachkaufen, wenn es ihn noch geben würde. Aber ich glaube, der ist nicht mehr so relativ leicht zu bekommen. Ich weiß gar nicht. Ich habe schon lange keine Gläser mehr gesehen irgendwo in den Shops, glaube ich. Ja. Dann hatte ich an. Die fliegen überall. Also das ist ja wirklich was. Überall fliegen diese Label rum. Dann hatte ich an den Fireside Treats. Es kann aber sein, dass das dann auch schon im Dezember war, nicht mehr im Herbst. Den wollte ich unbedingt mal austesten und der war auch eigentlich ganz toll. Der ist auch sehr, ja, der hat halt diese Marshmallow-Note, der ist sehr süß, aber hat halt auch das Rauchige von dem Feuer, von dem Lagerfeuer mit drin. Und der war eigentlich ganz gut, aber der geht mir auch zu sehr in die parfümige Richtung, weniger in die Food and Spice Richtung und deswegen, ja, weiß ich nicht, ob ich den noch mal kaufen würde. Aber der war ganz in Ordnung. So, was haben wir noch? Ich guck kurz. Wir haben genau. Okay, dann habe ich hier noch einmal einen Duft und zwar den Apple Pomegranate aus der Yankee Candle Home Inspiration. Die gibt es ja jetzt seit einer Weile bei Rossmann. Und da habe ich mir den mitgenommen und der war echt toll. Also da kann ich echt nur sagen, den kann ich super empfehlen. Der hat super fruchtig gerochen, einfach nach Apfel und Granatapfel. Der war süß und saftig und einfach nach
rotem Apfel, finde ich, auch wenn da jetzt auch noch grüner Apfel drauf ist. Der war super intensiv, der hat geschafft, hier den ganzen Raum zu beduften, den fand ich richtig gut. Und ja, den würde ich mir auch nochmal nachkaufen. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Motiv davon. Den fand ich richtig cool. Ja, genau. Dann hatte ich um die Weihnachtszeit rum an das Tart von Mary Berry Lindsay endlich. Den wollte ich ja schon so lange testen, eigentlich seit die Cookie Swap Collection rausgekommen ist. Und hatte den irgendwie noch nie angehabt. Ich hatte auch kein Glas davon und immer nur das Tart. Und jetzt habe ich gesagt, dieses Jahr muss der dran glauben. Beziehungsweise letztes Jahr. Und der ist auch echt toll. Der war super, so nach Erdbeermarmelade, aber diesen Keksteig noch mit dabei und den Puderzucker und vielleicht so ein bisschen diese Marzipannote. Ich fand den klasse. Und den würde ich auf jeden Fall wieder nachkaufen. Aber die sind ja auch nicht mehr so leicht zu bekommen. Aber von dem Mary Berry Linzer hätte ich gern wirklich nochmal ein Glas. Also da muss ich mich mal irgendwann auf die Suche begeben. Den hätte ich gern nochmal im großen Glas. Ja, aber der ist echt auch zu empfehlen. Der war echt toll. Dann hatte ich zwischenzeitlich, ich glaube, das war auch noch im Dezember rum, wo ich dann gerne so diese pappsüßen Düfte anhatte, zusammen auch mit dem Christmas Cookie und so, habe ich gedacht, ich probiere mal ein paar schwerere Düfte und dann habe ich endlich mal den Chocolate Layer Cake getestet. Den habe ich ja vorher noch nie angehabt und das ist wirklich, das ist ein Traum. Also der pure, reine, wirklich dekadente Schokokuchen. Das ist einfach, boah, da möchte man sich wirklich reinlegen. Der ist echt so lecker gewesen. Das war toll. Also wenn jemand einen Schokoduft sucht, dann kann ich den nur empfehlen. Allerdings ist das ja auch nur ein USA-Duft und in Deutschland nicht mehr so zu bekommen. Man bekommt ihn immer mal so bei Duft und Raum und so, ne? Aber im Standardsortiment ist der ja schon lange nicht mehr leider. Aber der war echt, der war sehr, sehr lecker. Dann hatte ich noch getestet, auch in denselben Tagen, Wochen, den Sugar Frost Christmas. Auch so um Weihnachten rum. Und den fand ich eigentlich auch ganz nett. Der war auch sehr, sehr, sehr süß, pappsüß, sehr zuckrig. Und ja, man hat richtig rausgerochen. Es war ein Kuchen. Es ist schon vanillig gewesen, sehr süß. Und ja, hier ist auch noch so ein bisschen Marmelade mit drin. Das habe ich jetzt nicht gerochen. Aber ich fand den eigentlich ganz nett und auch den, ja, würde ich mir vielleicht im großen Glas kaufen oder vielleicht nochmal so als Tart oder Votiv. Ja, aber er ist jetzt nicht so, er haut einen nicht vom Hocker, sagen wir es mal so. Ist nichts Besonderes, aber er war ganz nett. Ja, doch, fand ich ganz angenehm. Ist halt ein schöner, kuriger Vanilleduft. So ähnlich wie Christmas Cookie halt auch. Und von daher, ja, kann man das, kann man mal machen. Dann habe ich im Januar angefangen, die frischen Düfte, die ich mir extra gekauft hatte für den Januar, auch aufzubrauchen. Und zwar ist es einmal hier der Sparkling Snow. Die hatte ich mir extra bestellt für den Winter. Und ich muss echt sagen, also das ist auch nicht so meins. Die sind alle wieder Snow in Love, einfach zu parfümig frisch und das ist einfach nicht mein Ding. Das ist so, ich kann das gar nicht beschreiben. Die riechen alle in so eine ähnliche Richtung. Die sind aber weder jetzt maskulin. Das ist einfach nur so ein ganz, ganz frischer, ja, schon so ein fast so ein Raumspray, Klostein, Putzmittel. Ach, keine Ahnung, irgendwie so in diese Richtung eher. Also es hat nichts Parfümiges in dem Sinn, sondern es ist einfach nur so frisch und. Weiß ich nicht. Also da ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt bei dem Sparkling Snow war, da ist dann auch teilweise so ein bisschen dieser Tannenduft noch mit drin und ich weiß nicht. Die waren okay, aber ich würde sie jetzt nicht nochmal nachkaufen, weil, ja, keine Ahnung, das ist nicht so mein Fall. Also einmal der Sparkling Snow und dann der, Moment, ich ziehe nochmal hier dieses klebrige Label ab und der Winterglow. Die waren für mich relativ ähnlich. Ich glaube, der Winterglow war ein bisschen angenehmer. Der war nicht ganz so beißend, aber die waren doch sehr ähnlich. Und ja, es ist einfach nicht so meins. Das Label finde ich wunderschön übrigens vom Winterglow. Aber ja, wie gesagt, das ist nicht so. War nicht so meins. Ja, genau, die würde ich nicht nachkaufen. Aber dann kam der zum Schluss.
dran, der Season of Peace, der ja ein ähnliches Label hat wie die anderen beiden und auch für den Januar sehr gut war. Und das ist ein ganz, ganz toller Duft. Ich war super überrascht. Der ist so richtig schön weich. Der ist nicht so stechend. Das ist so ein bisschen so ein frische Wäsche, Weichspülerduft. Den fand ich auch super angenehm. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber der ist klasse. Also den, der hat auch was von Angel Wings, wenn ihr den kennt. Nur Angel Wings ist noch ein bisschen süßer in diese Zuckerwatte-Richtung. Aber der ist auch schon sehr, sehr süß und ich fand den toll. Also den würde ich mir sofort im Glas kaufen. Und bin wirklich am Überlegen, wenn ich den mal irgendwo in einem Schnäppchen sehe, dann ist er mir. Der Season of Peace, ja, würde ich mir sofort nachkaufen. Ja, ihr Lieben, und dann kommen wir schon zum letzten Duft. Den habe ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt, aber der ist halt eben auch aufgebraucht, deswegen war er hier mit drin. Und zwar aus der aktuellen Sunday Brunch Collection, den Sweet Morning Rose. Den hatte ich ja komplett aufgebraucht. Da habe ich ein ganzes Tart in die Duftlampe geworfen und ich fand den klasse. Also das ist auch ein sehr angenehmer Rosenduft, der ist sehr zart, der ist nicht so wie der Fresh Cut Roses, der richtig so bam reinhaut, so von wegen Rose. Und der ist halt sehr zart und sehr süß und zuckrig und ja, ist einfach ein schöner, floraler, zarter Duft. Und der passt super in den Frühling und das ist für mich auch definitiv ein Nachkaufkandidat. Allerdings weiß ich nicht, ob ich mir ein Glas davon kaufen würde. Der ist ja auch limitiert, vielleicht würde ich mir dann nochmal ein Tart von kaufen oder ja, mal schauen. Aber der ist toll, den kann ich auch echt nur super empfehlen. Das ist auch kein Kopfschmerz-floraler Duft, also der ist echt schön. Und ja, genau ihr Lieben, so sieht meine Kiste jetzt aus, da liegen diese ganzen Label drin. Aber jetzt kann ich das endlich wegschmeißen, kann die Label in mein Bullet Journal kleben, dann kann ich da mal weitermachen, da freue ich mich auch schon ganz arg drauf, da mal wieder ein bisschen kreativ zu werden. Und ja. Das war mein Aufgebraucht-Video für den Monat, ich sag jetzt mal Oktober bis Januar. Ja, genau. Wie es jetzt weitergeht, kann ich noch nicht genau sagen. Warmgeschnuppert Videos werden erstmal in der Form, wie sie vorher auf meinem Kanal waren, nicht mehr kommen. Ja, mal gucken. Lasst euch einfach überraschen. Ich muss da immer selbst so ein bisschen Lust drauf haben. Ich muss da auch ein bisschen austesten und was mir so Spaß macht. Und ja, genau. Aber aufgebraucht Videos. Ich bin, wie gesagt, dabei, weiterhin meine Tarts und Motive aufzubrauchen. Und deswegen werden auch in nächster Zeit immer mal ein kurzes Aufgebraucht-Video kommen, denke ich mal. Und ja, ich hoffe, dass, ich sage jetzt mal, neue Format auf meinem Kanal hat euch gefallen. Die Duftbeschreibung war wirklich nicht der Knaller, aber darum soll es ja auch eigentlich nicht gehen. Es geht ja darum, was habe ich aufgebraucht und würde ich es empfehlen, würde ich es nochmal nachkaufen. Das ist ja so Sinn der Sache und ja, genau. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.